Moin und herzlich willkommen hier in der Elbphilharmonie. Wir wollen heute die Geschichte unserer Kleist-Orgel gemeinsam entdecken. Wir sind jetzt hier im großen Saal der Elbphilharmonie und fragen uns, wo ist die Orgel? Da? Jein, sie befindet sich direkt hinter uns, eingelassen in die Architektur des großen Saals. Die Orgel erstreckt sich über die gesamte Westwand des großen Saals, nämlich über 15 mal 15 Metern und ist eingelassen in die äußere und innere Schale. Sie ist letztlich nur 2 bis 4 Meter tief und in dieser Nische sind insgesamt 4.765 Pfeifen eingelassen. Die meisten davon sind aus einem sogenannten Orgelmetall, das sind etwa 75% Zinn und 25% Blei und knappe 400 Pfeifen sind aus Holz. Wie kam es dazu, dass die Orgel hier Bestandteil der Architektur ist? Dazu muss man sagen, dass in den allerersten Plänen eine Orgel hier im Konzertsaal gar nicht vorgesehen war, weil man der Meinung war, die Orgel sei etwas Sakrales. Ja, die Orgel ist mit der Kirche sehr verbunden und hat auch ihre Entwicklung durch die Kirche ganz sicher erfahren. Die Orgel ist letztlich aber doch viel älter, nämlich etwa 300 Jahre vor Christus hat ein griechischer Ingenieur, so sagt man, einen hydraulischen Friseurstuhl entwickeln wollen und die Orgel war sozusagen das Nebenprodukt. Dieses kleine Orgelprodukt war natürlich nicht so groß wie eine heutige Konzertsaalorgel. War eine kleine Orgel mit einer Pfeifenreihe. Die kam dann von den Griechen zu den Römern. Und die Römer haben die Orgel dann etwas vergrößert und ihre Gladiatorenkämpfe damit musikalisch untermalt. Erst später, etwa 800 nach Christus, hat eine römische Gesandtschaft Karl dem Großen eine kleine Orgel, so eine Prozessionsorgel, mitgebracht als Geschenk, was bei der Kirche zunächst gar nicht auf Gegenliebe stieß. Doch dort hat man dann mit der Zeit die Orgel auch für sozusagen die eigene Mission entdeckt. Mit den ersten Konzertsälen gab es dann auch die ersten Konzertsaalorgeln. Das waren hier in Hamburg sogar die ersten in Deutschland, nämlich in der Tonhalle und im Konventgarten Mitte des 19. Jahrhunderts. Beide existieren heute leider nicht mehr. Somit war klar, dass auch letztlich die Elbphilharmonie unbedingt eine Orgel haben muss. Doch war dann in den Planungen kein Geld mehr dafür vorgesehen. Zum Glück hat der Hamburger Kaufmann Peter Mörle die 2 Millionen Euro für unsere Orgel gestiftet. Dank dieser Spende war es möglich, dass wir dann hier diese Orgel errichten konnten. Dennoch war es wichtig, dass die Orgel keine kirchlichen Assoziationen erwecken sollte, dass also ihre Optik nicht nur eingelassen ist in den großen Saal, sondern dass die Pfeifen, die auch hier vorne in der Fassade echt sind, nicht wie Orgelpfeifen aussehen. Das sogenannte Labium, das werden wir später alles noch sehen, ist hier bei diesen Pfeifen nach innen gerichtet. Somit ist die Orgel hier also Teil des architektonischen Gesamtkunstwerkes und es befindet sich auch noch ein Teil der Orgel hier in diesem riesigen Deckenreflektor. All das wollen wir uns dann in den nächsten Folgen von Namen ansehen.